Wir sind Horst und Hans. Und das ist Neighborhood Barbecue. Das ist für alle, die mehr wollen als nur eine Bratwurst auflegen. Hallo und herzlich willkommen zur neuen Folge von Neighborhood Barbecue. Heute machen wir mal wieder ein bisschen leichte Speise. Wir zeigen euch heute, dass man auf dem Grill auch einen wirklich geilen Toast zubereiten kann. Und dazu machen wir noch eine Kleinigkeit. Was ist das? Wir machen nämlich noch ein bisschen Fingerfood. Und das wird sein, eine schöne Zwiebel mit Bacon umwickelt und natürlich mit Honig geglazed. Und das, wie das alles zubereitet wird, zeigen wir euch jetzt. Hier ist die schöne Gemüsezwiebel und die werden wir jetzt in 1 cm breite Streifen schneiden. So. Ihr seht das. Und wie ihr feststellt, die Augen brennen. Das ist nicht von den Schmerzen der Zwiebel, sondern es ist einfach, weil sie brennt. Und dazu ist das Beste, was man machen kann, ein kleines Bier, dann wird es aufzubereiten. Prost! Prost! Tja, wer hinter der Kamera steht, darf nicht mittrinken. So, und jetzt geht's weiter. Aus der Zwiebel drücken wir ein Stück raus. Der Fingerfood werden. So, dann wird der Bacon mit ein bisschen Honig eingepinselt. Nicht so viel, nur ein bisschen. So. Für die leichte süße Note reinkriegen. So. Und dann fangen wir einfach an und umwickeln diesen Zwiebelring mit dem Bacon. Ich schätze mal so 3-4 Baconscheiben werden wir benötigen dafür. Das ist manchmal ein bisschen Fummelarbeit, ihr seht das. Aber die Arbeit lohnt sich. Ihr werdet es nachher feststellen. Fertig sieht er dann im Anschluss so aus. Und so geht er auf den Grill. Wird nur zum Schluss nochmal geglazed. Und danach kann ich nur sagen, Leute, Bon Appetit. Wir kommen zum Toast. Dafür haben wir jetzt 2 Scheiben. Die werden wir jetzt erstmal mit Butter, in unserem Fall laktosefreie Margarine, beschmieren. So, gleich mit beiden. Dann drehen wir die eine Scheibe um. Wir streichen diese mit Feigensenf. Da kommt eine wunderschöne Scheibe norwegischer Lachs dazu. Hierbei ein bisschen darauf achten, dass man von den Rändern ein Stück weg bleibt. So. Auf den Lachs packen wir schön Camembert. Dann kommt auf den Camembert ein bisschen Kiwi. Die harmoniert wirklich ganz fantastisch mit dem Feigensenf. Man kann aber auch Feigen nehmen, oder? Man kann auch Feigen nehmen, aber die haben wir saisonal heute leider nicht bekommen. Deswegen Kiwi. Okay. Jetzt bestreichen wir die Rückseite von dem vorher mit Butter gestrichenen Toast nochmal mit dem Feigensenf. Und legen es mit der Butterseite nach oben auf den Rest. Das machen wir jetzt mit genau 4 Toasten und dann sehen wir uns am Grill wieder. Wie ihr seht, wir haben die 200 Grad erreicht. Ich erkläre kurz was zum Setup. Wir haben uns entschieden, mit 2 Kohlekörben rechts und links zu arbeiten, dass wir in der Mitte die indirekte Zone haben. Wir legen zuerst die Zwiebelringe auf, weil die etwas länger brauchen als der Toast. Wir haben die Belüftung oben auf voll und unten ebenfalls komplett offen, damit wir auf diese Temperatur bleiben. Für die Zwiebelringe werden wir ca. 10 bis 15 Minuten benötigen, für den Toast jeweils 8 Minuten. Wir legen zuerst die Zwiebelringe auf. Wie gesagt, wie ich schon eben angesprochen habe, die brauchen ein bisschen länger. Deswegen kommen die aber auch in die indirekte Zone über die Tropfschale. Denkt dran, Bacon hat Fett und Fett tropft runter. So, jetzt lassen wir sie so ungefähr 4-5 Minuten liegen. Dann wenden wir sie und danach legen wir den Toast dazu auf und dann ist alles gleichzeitig fertig. Also, bis dann. 15 Minuten sind um. Wir gucken mal rein. Wir haben sie nach 10 Minuten auf die direkte Hitze gezogen, damit der Bacon jetzt ein bisschen kross wird. Wir wenden jetzt einmal. Im Anschluss wird geglazed und dann kommt dazu
parallel der Toast auf die indirekte Zone für jeweils 4 Minuten und dann sind beide Speisen gleichzeitig fertig. Nun ist der Moment gekommen, wo wir glazen müssen. Wir glazen jetzt eben schnell die Zwiebelringe. Überall ein bisschen was drauf. Jawohl, oh, das sieht super aus. Leute, ihr könnt das nicht riechen, aber ich kann es euch erzählen, es ist perfekt. Das ist gut so. Jetzt lassen wir sie noch ungefähr 3-4 Minuten so sein und dann wenden wir und glazen die andere Seite. Und in der Zwischenzeit legen wir jetzt den Toast auf. Also, bis gleich. Wir haben jetzt die Zwiebelringe nach oben gelegt, auch in die indirekte Zone. Und hier in der Mitte haben wir jetzt die Toaster aufgelegt. Die brauchen jetzt von jeder Seite 4 Minuten und dann sind die fertig, inklusive die Zwiebelringe. Und dann haben wir ein perfektes Essen. 4,5 Minuten sind um. Wir gucken jetzt nach dem Toast. Oh, das sieht schon gut aus. Wir wenden ihn immer schön mit dem original Neighborhood Toastwender, den wir hier haben. Einmal, oh, das sieht perfekt aus. Guckt euch das an, Leute. Ihr seht, der Toast ist braun. Noch 4 Minuten ist alles erledigt. Oh, Leute, das riecht gut. So, jetzt. Toast ist fertig. Wir legen auf. Okay, wir sehen uns drinnen beim Anschnitt. Dann bis gleich. Und nun der Anschnitt. Oh, schön kross. Guckt euch an, so sieht es von innen aus. Der Lachs ist wunderbar, der Käse ist da. Perfekt. Es ist angerichtet. Neighborhood Barbecue wünscht euch guten Appetit. Wenn euch das Video gefallen hat, gebt uns einen Daumen nach oben oder liked unseren Channel. Über einen Kommentar würden wir uns auch super freuen. Und wenn ihr mal ein paar Anregungen für uns habt, auch das nehmen wir gerne an.